Andreas Vorwerk nennt sich selbst einen alten Messehasen. Zum 20. Mal ist er in Dresden dabei. Begonnen hat alles 1990 mit Sonnenschutzanlagen. Heute produziert er mit 30 Mitarbeitern noble Wintergärten. Nicht unbedingt ein Produkt für jedermann, schon gar nicht in Krisenzeiten. Angst vor einem wirtschaftlichen Einbruch? Nein, Krise wird bewältigt. Wir sind Unternehmer und keine Unterlasser. Produktionsstandort ist das kleine Groß-Erkmannsdorf bei Radeberg. Das Erfolgsrezept, untrennbar mit der Familie verbunden. Der Sohn sitzt seit 2005 mit am Ruder. Schwiegertochter und Frau verantwortlich für das Marketing. Die Tochter für die Buchhaltung. Nicht zu vergessen, die qualifizierten Mitarbeiter. Und dann ist da noch das Firmenmotto, Vorsprung durch Innovation. Wir haben gerade in unserem Bereich im Bauwesen es mit vielen Faktoren zu tun, vom Kostenbereich aber bis hin zu Energieeinsparbereichen, sodass man heute also mit Innovationen arbeitet, mit Dreifachverglasung. Andreas Vorwerk hat seine spezielle Nische gefunden. Mit einem selbstentwickelten Profilsystem hat sich der Wintergartenbauer weit über Sachsens Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Geliefert wird an Kunden in ganz Europa. Trübe Zeiten, nicht im kleinen Groß-Erkmanns.